Einen wunderschönen guten Tag, meine Pokéfreunde, und herzlich willkommen zu unserem heutigen Pokémon-Karten-Video. Heute wieder mit einer wunderbaren Box. Und zwar haben wir die nächste Kollektion des 151er Sondersets mit der Poster-Kollektion. Diese habe ich dann gleich zweimal dabei, weil drei Booster waren mir doch zu wenig für ein Video am Sonntag. Und die anderen Boxen lassen auf Deutsch schon noch auf sich warten. Die Box an für sich sieht natürlich sehr cool aus. Hier so auf der Rückseite haben wir die drei Starter-Pokémon Chigi, Bisasam und Glumanda. Das 151er-Set-Logo. Ein Klapptext gibt es natürlich auch wieder, den wir uns kurz zu Gemüte ziehen, würde ich sagen. Eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon entfaltet sich. Eine Reise durch die Kanto-Region wäre nicht vollständig ohne die ersten Partner-Pokémon. Nimm Bisasam, Glumanda und Chigi als spielbare holographische Promokarte in dein Team auf und arbeite dann an der Vervollständigung deines Kanto-Pokédex, indem du weitere Booster-Packs aus der besonderen Erweiterung Karmesin Purpur 151 öffnest. Darüber hinaus erhältst du ein farbenfrohes Poster, das du aufhängen kannst, wo immer du willst. So, was haben wir in der Box? Wir haben einmal einen Code fürs Online-TCG. Viel Spaß damit. Das schaltet die drei Promokarten, denke ich mal, frei, die ich euch jetzt als nächstes zeige. Dort haben wir nämlich drei sehr, sehr schöne Promokarten. Wir haben einmal Chigi. Das ist nicht normales Holofoil aus Karmesin Purpur, sondern auch wieder das Galaxy Foil. Richtig cool. Cutes Artwork, ein anderes als im Set. Und wir haben hier auch eine Promokarte, genau, die 48. Dann haben wir mit Glumanda die 47. Auch ein sehr schönes Artwork in so einer Höhle. Nimmt man sich gerne mit. Artwork ist gut. Holo voll nice. So muss es sein. Und noch ein sehr cutes Bisasam, so ein bisschen in so einem Aquarell-Style scheinbar. Auch sehr cool. Mit der 46. Eine wunderbare Promokarte. Dann haben wir dieses Poster. Das klappe ich jetzt mal nicht aus. Wir haben hier auf der einen Seite auf jeden Fall diese ganzen Silhouetten mit der, von den Pokémon von Nummer 1 bis 151. Was sehr, sehr cool ist, finde ich persönlich. Und wir haben auch noch innen drin ein anderes Poster. Und zwar haben wir da die Artworks aus verschiedenen Sets, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es nur hier aus dem Set ist. Obwohl, könnte auch nur hier aus dem Set sein. Dann waren da Booster drin. Pro Box 3. Ich habe ja jetzt zwei Boxen hier geöffnet. Deswegen haben wir 6. Und ich würde sagen, wir schauen da auf jeden Fall mal rein. Denn das 151er Set hat bis jetzt noch nicht so richtig viel gegönnt. Also die ersten Videos waren ziemlich gut, aber die letzten waren doch eher ein bisschen mau. Deswegen hoffe ich jetzt mal wieder auf ein paar Puls für die Sammlung. Denn sonst wird es schwierig, das Set zu vervollständigen. Auf jeden Fall starten wir heute mit einer Feuerenergie. Dann haben wir ein Tentacher, Radfratz, ein sehr süßes Chigi. Da können wir jetzt kurz den Vergleich machen. Es ist tatsächlich auch ein anderes Chigi. Es hat andere Attacken. Daher nicht die gleichen Pokémon, also nicht die gleichen Karten. Genau. Schlurup, Dickdri, dann haben wir Alpollo, Kikli, Myrapla als Weavers, Bisaknosp Weavers, sehr cute, tolles Artwork, nehme ich auch ganz gerne mit. Und ein Ditto in Holo. Holo-Karten gibt es ja in jedem Booster, deswegen an der Stelle eher eine Niete als ein Hit. Ich lege jetzt schon mal vorsichtshalber die Holos hier hin, weil falls es nur Holos gibt, haben wir wenigstens was zu vergleichen nachher, also zum Bewerten. Geh einfach mal vom Worst Case aus. Weiter geht's mit dem zweiten Booster, beim dritten gebe ich mal den Code raus, also behaltet euch bereit. Und au, wir haben einen kleinen Hit. Immerhin schon mal eine Kampfenergie im Galaxy Foil. Richtig nice, nehme ich auch sehr gerne. Blutzuck, dann haben wir Taubsi, auch ein sehr schönes Artwork. Generell, die Artworks im Set sind wirklich sehr schön, fast alle gut gelungen. Bonita auch toll, Shillock sowieso, also da kann man definitiv nicht meckern. Creepy Hypno ist auch am Start. Dann haben wir Quappo, Amoroso als Weaver's Holo, Rare, das ist immer nice. Oh, oh, was? Mew EX in Gold, okay, 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 wir haben einen Hit und wir haben auch einen richtigen Banger-Hit, nice. Die Karte sieht wirklich toll aus. Ich finde es auch schön, dass das Mew trotz allem noch in rosa ist und nur der Hintergrund in Gold gehalten. Sehr coole Karte, wow. Fehlt mir auch noch für die Sammlung, deswegen umso besser. Und zum Abschluss noch ein Pantymos von diesem Booster. Wir machen das ja öfter in den Streams, dass wir sagen 1 bis 10, wie cool wir die Karte finden. Ich denke mal, wir können es auch in diesem Video machen. Also schreibt mal in die Kommentare 1 bis 10, wie ihr das Mew findet. 1 ist schlecht, 10 ist das Beste. Ich bin hier bei einem soliden 9, würde ich sagen. Echt eine tolle Karte. Weiter geht's mit Booster Nummer 3. Das wäre eine Posterbox dann quasi gewesen. Einmal für euch ein Code. Viel Spaß damit. Eine Karte geht nach vorne für den Kartentrick. Und wir starten rein mit der Stahlenergie. Dann haben wir Paras, Voltoball, Krabi am Strand. Der wäre ich jetzt auch gern. Sandan, Akani, Tentoxa, Relaxo chillt im Schatten. Pantymos Weavers Solo Rare, auch wieder nice. Georock Weavers. Und wir haben als Rare ein wunderschönes Arctos. Was für ein geiles Artwork. Arctos ist auch mein Favorit von den drei legendären Vögeln aus Kanto, bin ich ganz ehrlich. Das heißt, in der ersten Box hatten wir nur das Gold Mew und drei Holos und eine Energie in Holo. Aber ich denke, trotzdem wäre das eine Box gewesen, die man gerne nimmt, oder? Ich meine, das Gold Mew alleine ist wahrscheinlich schon fast mehr wert als die Box. Ist wahrscheinlich mehr wert als die Box und auf jeden Fall ein richtig guter Pull. So, zweite Box. Wir starten rein mit einer Pflanzenenergie, sehr nice. Dann haben wir nochmal das Chigi, Blutzuck im Wald, Schlurp, das stirbt sich so oft, Taubsi, Pinsir, Bildtransfer, Golbat, Reverse Holo, Akani, auch sehr nice vor dem Berg,
Tangela, was sich eine Beere pflückt, und wir haben ein Knogger in Holo. Ich muss auch sagen, im Vergleich zu Obsidian Flammen scheint das hier echt viel mehr Holos zu geben. Obsidian Flammen hat man die Holos direkt schnell durchgehabt. Aber hier kriege ich immer noch Holos gezogen, die ich noch nie gesehen habe. Scheint auf jeden Fall so. Und wir haben eine Pflanzenenergie mal wieder. Dann Quapsel, auch ein sehr schönes Artwork. Pikachu darf natürlich auch nicht fehlen in meinem 151er-Set von den ersten Pokémon aus der Kanto-Region. Tauboss, Ammonitas, Tauros, Porenta mit einer Lauchstange in Weavers. Dann haben wir Kadabra, das erste Kadabra seit langer Zeit. Die Geschichte habt ihr alle wahrscheinlich schon zu Genüge gehört. Und wir haben ein Knuddeluff-EX. Ein Knuddeluff-EX, nice. Auch ein Hit in der zweiten Box. Damit heißt das, wir gehen da schon mal nicht leer aus. Und somit heißt das jetzt Daumen drücken für ein bisschen Last Pack Magic. Die zweite Box ist bis jetzt noch nicht so richtig gut bestückt. Ich guess einfach mal, wir ziehen jetzt eine Feuerenergie. Hier ist auf jeden Fall ein Code für euch fürs Online-TCG, also fürs Live-TCG. Ich nenne es immer noch Online-TCG, der Name wird sich nie verlieren bei mir, aber es ist ja das Live-TCG. Feuer, hätte ich gesagt. Und es ist Kampf. Okay. Dann haben wir Europe. Oh Gott, das chillt. Und wie es chillt, das genießt sein Leben. Das fühle ich. Dodu, Tentacher, Radfratz, Sandama, Nidorino, Entoron, Nocturn Weavers, Fukano Weavers und die Rare ist ein Elektroball in Holo. Bedeutet, dass wir auch mit der zweiten Box einen Hit haben, allerdings um einiges schlechter zum Zahl getroffen, würde ich sagen. Das bedeutet, wir haben mit diesen beiden Boxen zwei Hits geholt. Ich denke, die Ausbeute ist für 6 Booster vollkommen okay bei dem Set. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was eure Meinung dazu ist. Und natürlich auch nicht vergessen, wer von den beiden euer Pull des Tages ist. Ist es vielleicht Knuddeluff EX oder das goldene Mew EX? Ich bin hier auf jeden Fall bei dem goldenen Mew und würde sagen, wenn es dir gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mir und dem Kanal ungemein helfen und mich auch sehr erfreuen. Schreibt gerne einen netten Kommentar oder auch konstruktive Kritik, wenn ihr irgendwas wisst oder seht, was ich besser machen kann in diesem Video. Würde mich das natürlich auch interessieren. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Stream oder Video wieder. Stream gibt es übrigens am Freitag einen sehr coolen, wo wir eine Glurak-UPC öffnen. Dafür kann ich gerne nochmal hier an der Stelle ein bisschen Werbung machen. Ne? Also gerne reinschauen am Freitag 20:30 Uhr. In dem Sinne, tschüss, bis dann. Euer Marcel. Ciao, ciao.